Highway TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Themen. Vorweihnachtlicher Einkaufstrubel in unserer Region. Dekdek-Tage bei der Norske Skog. Barbara-Brauchtum in Leoben. Advent in Kapfenberg. Karim El-Gohari im Interview. Wirtschaftspreisträger Kfz-Technik Grassauer im Porträt und ein historischer Film aus dem Stadtmuseum Bruck. Unsere Magazine Trainee of the Day, heute mit Markus Fuchs von Böhler Edelstahl und bei Mike Johann gibt's diesmal heimischen Fisch. Petri Heil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Highway TV. Freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Weihnachtsdekoration hängt, die Schaufenster in den Geschäften sind festlich dekoriert und Songs wie Last Christmas laufen im Radio wieder einmal auf und ab. Weihnachten steht unmittelbar bevor und damit auch der alljährliche Einkaufstrubel. Ein Lokalaugenschein von Niki Prepasser und Christian Ecker. Auch wenn es derzeit in den heimischen Einkaufszentren und Geschäften noch gesittet zugeht, bald ist es wieder soweit. Der erste Advent steht vor der Tür, Weihnachten naht und damit auch unweigerlich die Zeit der Geschenkeinkäufe und vollen Geschäfte. Der alljährliche Geschenke-Einkaufsmarathon geht wieder los. Einige werden sagen, ich mache mir keinen Stress, bis Weihnachten ist noch lange Zeit. Andere sind jetzt schon innerlich im Feiertagsstress. In jedem Fall dürfte sich auch dieses Jahr beinahe jeder wieder fragen, was soll ich bloß schenken? Die einen fragen sich das früher, die anderen später. Haben Sie sich schon Gedanken über Weihnachtsgeschenke gemacht? Habe ich, ja. Habe ich schon alles besorgt. Weihnachtsgeschenke? Noch nicht. Echt. Haben Sie sich schon Gedanken über Weihnachtsgeschenke gemacht? Ja, eigentlich schon, ja. Durch das, dass ich zwei Kinder habe, ja, macht man sich schon sehr viel Gedanken. Gedanken schon, aber eingekauft noch nichts. Ich habe schon alles gekauft. Heuer passt mit den Ideen ganz gut. Also ich habe schon Jahre gehabt, da bin ich nur am 22., 23. da gekauft und habe gedacht, yes, das na, also. So unterschiedlich wie das Kaufverhalten sind auch die Geschenke, die am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum landen. Playmobil-Sachen vom Lego, dann Babyborn, ja, viel Sachen. Ja, zu Frauen natürlich, Schmuck, zu Kindern, Kleidung, Bücher, ja. Ja, die Kleine eher Spielsachen und der Bruder, der ist 14, der hat eher so DVDs oder Spiele für die Playstation. Naja, mein Sohn ist 15, der hat dann schon gerne nochmal coole Dinge zum Anziehen. Der wird es eher selber dann kaufen mit Gutscheinen oder so. Na, dadurch, ich eine 12-jährige Tochter habe, ein bisschen was zum Spielen noch, der Sohn einen Laptop. Für die Kinder gibt es Bücher und Kleidung und für die Mama gibt es Gutscheine. Verlockend ist für viele mittlerweile auch das ruhige Shoppen von zu Hause aus. Online-Shopping boomt. Immer mehr vorwiegend junge Menschen nützen den Online-Versandhandel oder soziale Medien wie Facebook für ihre bevorstehenden Weihnachtseinkäufe. Während die einen also verstärkt das World Wide Web für Weihnachtseinkäufe nützen, setzen andere zur Gänze auf den traditionellen Handel. Nein, ich kaufe nicht so gern online. Also ich schaue mir das schon lieber an und habe es in die Hände und dann schaue ich und dann kaufe ich das mit Herz. Ich habe vor 2 Jahren sehr viel online gekauft, aber da kommt die Stimmung nicht auf. Das heißt, ich genieße es sehr wohl, Weihnachtsgeschenke im Geschäft zu kaufen, das anzugreifen und wirklich zu spüren, zu riechen, was auch immer. Ja. Online. Ja, weil es wird alles da heute daheim geliefert und tun wir halt leichter mit den riesigen Packungen und alles. Normalerweise im Geschäft, aber mittlerweile auch online, aber eher weniger noch. In meinem Alter noch ein bisschen weniger, gell? Ob online oder traditionell in den Geschäften, spätestens am 24. Dezember nimmt der Weihnachtseinkaufsmarathon ein Ende. Naja, fast, denn nach dem Heiligen Abend kommt ja eigentlich schon wieder der große Weihnachtsgeschenke-Umtauschwahnsinn. Good morning, Kapfenberg. Unsere Stadt will schöner werden.
Auch bei den Kapfenberger Music X Days wird's weihnachtlich. Die Karin Bachner Group bringt Winter-Wondersongs zum Entschleunigen und Auftanken in den Spielraum. Eine musikalische Melange, die nicht nur die Weihnachtszeit versüßt, sondern auch jenseits des 24. Dezember zum Entspannen in hektischen Zeiten einlädt. Music X Days am 6. Dezember um 19.30 Uhr im Spielraum Kapfenberg. Ja, weiter geht's mit unserer Rubrik Die Region im Fokus. Heute sehen Sie Tek-Tek-Tage bei der Norske Skog, der Ledersprung, ein bergmännisches Brauchtum und alles Wissenswerte zum Kapfenberger Advent. Am 21. November fanden in der Norske Skog-Brug die Tek-Tek-Tage statt. Diese Initiative der Steirischen Wirtschaftsförderung bietet jungen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen eines Hightech-Unternehmens zu werfen. Die Mädchen der 3. Klasse der neuen Mittelschule Schirmitzbühl zeigten großes Interesse an den betrieblichen Vorgängen und konnten sich ein Bild davon machen, welche Karrierechancen ihnen ein Industriebetrieb bieten kann. Die Norske Skog Brug ist als Ausbildungsbetrieb in der Region bekannt. Und möglicherweise werden auch einige der Schülerinnen den Schritt in den Technikberuf wagen. Die traditionelle Auftaktveranstaltung der bergmännischen Brauchtumsfeierlichkeiten in der Brauerei Göss zog auch heuer wieder zahlreiche Ehrengäste in ihren Bann. Im Mittelpunkt, wie kann es anders sein, stand natürlich der Barbara-Bieranschlag. 60.000 Liter des edlen Gerstensaftes werden auch heuer wieder bei den zahlreichen Barbara-Feiern die staubigen Kehlen der Bergmänner ölen. An so einem Tag darf natürlich auch der traditionelle Ledersprung nicht fehlen. Diesmal war es Gerhard Koch vom ORF Landesstudio Steiermark, der in die Riege der Ehrenbergmänner aufgenommen wurde. Nicht verwunderlich, wenn da die angedeutete Telemark-Landung etwas wackelig über die Bühne lief. Der Startschuss für den Kapfenberger Advent fiel wie jedes Jahr mit dem Christkindl in der Au. Ein Adventsmarkt, bei dem traditionelles Handwerk heimischer Künstler sowie kulinarische Köstlichkeiten besinnlich auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Ab dem 29.11. wird's dann auch am Koloman-Wallischplatz weihnachtlich. Denn dann eröffnet dort das große Kapfenberger Weihnachtsdorf. Eine Back- und Bastelstube sowie eine Märchen- und eine Weihnachtsbahn für Kinder, aber auch Brauchtum und Musik für Jung und Alt garantieren beste Adventsstimmung in Kapfenberg. Wir haben wieder einiges zu bieten. Wir haben jedes Wochenende, vor allem auf unserer Weihnachtsbühne, ein tolles Programm, ein sehr abwechslungsreiches Programm, wo wirklich für jeden Interessenten, sage ich jetzt mal, musikstilmäßig alles dabei sein wird. Wir haben Irish Christmas, wir haben die Favoriten Gospel Singers aus Wien wieder da, wir haben die Oldschool Bastards mit 50er, 60er Musik. Also wir haben geschaut, dass wirklich jedes Wochenende ein toller Mix an Musik und auch abseits der Bühne ein tolles Familienprogramm geboten wird. Verweilen Sie, genießen Sie und lassen Sie die Adventsstimmung am Kapfenberger Weihnachtsmarkt auf sich wirken. Das MVG Mürztaler Reisebüro Kapfenberg, Ihr Spezialist für Kreuzfahrten. MSC, AIDA, Costa, Hapag-Lloyd oder Arosa Flusskreuzfahrten. Alle namhaften Reedereien und alle Angebote zu besten Konditionen. Genießen Sie den Luxus auf den First-Class-Schiffen unserer Partner und erkunden Sie dabei die schönsten Orte dieser Welt. Wir haben laufend neue Angebote und freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen.
Also nicht vergessen, der Kapfenberger Weihnachtsmarkt findet heuer vom 29. November bis zum 22. Dezember jeweils an den Adventwochenenden statt. Weihnachtskonzerte, Märchenerzähler, eine Autogrammstunde des KSV 1919 stehen am Programm. Selbstverständlich werden auch der Krampus und der Nikolaus erwartet. Weihnachtszauber liegt also in der Luft von 29. November bis zum 22. Dezember am Weihnachtsmarkt in Kapfenberg. Vom Weihnachtszauber ist aber leider nicht in allen Ländern dieser Erde etwas zu spüren. In den Krisenregionen im arabischen Raum wird um das tägliche Überleben gekämpft. Der Nahostexperte Karim El-Ghouari ist vielen von uns als Auslandskorrespondent bekannt. Der gebürtige Münchner ist aber auch Buchautor. In seinem neuesten Werk stehen die arabischen Frauen im Mittelpunkt. Er zeigt uns damit ein ungewohntes Bild von starken und selbstbewussten Frauen. Andrea Dierenbauer hat Karim El-Ghouari im Rahmen seiner Lesetour in Bruck getroffen. Der Titel Frauenpower auf Arabisch verspricht einiges und wird auch gehalten. Der Journalist Karim El-Ghouari porträtiert 22 arabische Frauen jenseits von Klischees und Kopftuchdebatten. Ja, es waren einfach 22 Frauen sozusagen, die einem während der Arbeit begegnet sind. Ich mache das ja seit 2 Jahrzehnten als Nahostkorrespondent und ich wollte eigentlich mal was machen, weil ich denke, da ist eine gewisse Schieflage zwischen dem Image, das die arabischen Frauen eben in Europa haben und doch dann eben viele dieser Frauen, die mir im Laufe der Arbeit begegnet sind. Und die Idee war so ein bisschen, diese Schieflage zu versuchen, etwas auszugleichen. Er teilt die Porträts in 3 Kapitel. Da werden die Pionierinnen wie Umm Khaled, die seit 30 Jahren mit ihrem 30-Tonner durch das Wüstenland fährt und bis heute die einzige Fernfahrerin geblieben ist. Das 2. Kapitel ist den Verliererinnen gewidmet. Einfühlsam erzählt er von einer vierfachen Mutter, die am Stadtrand von Kairo lebt und mit etwas mehr als 1 Euro am Tag ihre Familie durchbringen muss. Kämpferisch ist das 3. Kapitel. Abir, die kämpfende Gewerkschaftsgründerin aus Suez. Trotz aller politischen und sozialen Unterschiede, eines eint diese Frauen. Ja, gemeinsamen Nenner haben sie, dass sie eigentlich alle sehr stark sind. Dass sie alle eigentlich unter sehr, sehr widrigen Umständen ihre Kämpfe zu kämpfen haben. Sehr unterschiedliche Kämpfe. Bei Frauen aus der Unterschicht ist es eben ein Kampf ums Überleben gegen die Armut. Bei Frauen in der Mittel- und Oberschicht ist es ein Kampf um Gleichberechtigung. Also sehr unterschiedliche Kämpfe, aber alle eben unter sehr, sehr widrigen Umständen. Und sie können, glaube ich, in diesem Sinne wirklich jedem arabischen Mann das Wasser reichen und ich glaube auch den meisten europäischen Frauen, weil sie eben unter ungleich widrigeren Umständen kämpfen und wirklich ein Kampf bergauf zu kämpfen haben. All diese Frauen passen so gar nicht in das Klischee, das man von der muslimischen Frau hat. Demonstrierende Frauen sind aber trotzdem schon ein bisschen häufiger zu sehen in der arabischen Welt. Das bringt natürlich auch Schattenseiten mit sich. Ich spreche da ganz bewusst die sexuellen Übergriffe an. Wie geht die Frau damit um? Das ist keine neue Schattenseite, sondern das ist eine Schattenseite, die schon lange existiert, auch schon zu Zeiten Mubaraks existiert hat. Damals gab es Umfragen, in denen, glaube ich, 80% oder 90% der Ägypterinnen angegeben haben, schon mal sexuell belästigt worden zu sein auf der Straße. Also kein neues Phänomen, aber eine Epidemie, die wir schon lange kennen. Ich glaube, was neu ist, ist, dass es ein gesellschaftliches Thema geworden ist, dass die Frauen eben nicht mehr sich verschämt hinterher wegdrehen, sondern ganz bewusst damit eben an die Öffentlichkeit gehen und eine öffentliche Debatte erzwungen haben, dass sie in die Talkshows gehen, dass sie ihre zerrissene Kleidung hochhalten, diesen Talkshows, die ihnen da vom Leib gerissen wurden und im Detail erzählen, was mit ihnen passiert ist. Das zeugt auch von ihrem neuen Selbstbewusstsein. Die arabische Welt ist definitiv in Bewegung geraten. Welche Rolle schreiben Sie den Frauen auch in Zukunft zu? Den Frauen steht einfach jetzt bevor, sich eben ihre Rechte in diesem trotzdem auch turbulenten Zeiten, aber jetzt eben sich ihre Rechte zu erkämpfen. Und das werden sie, glaube ich, auch tun. Also ich glaube, sie sind mitunter auch so einer der Schlüssel für, ob diese Zeit und dieser Wandel erfolgreich sein wird oder nicht. Das sind ja alles Dinge, die revolutionäre Veränderungen mit sich bringen, wo wirklich Geschichte geschrieben wird, wo sie mittendrin sind, hautnah dabei. Was ist das für ein Gefühl? Sehr privilegiert. Ja. Also ich fühle mich sehr privilegiert im Sinne von, dass das Schicksal mir sozusagen
dass ich zu dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin, wo Geschichte gemacht wird. Das ist natürlich gerade für einen Journalisten was Besseres, kann einem ja nicht passieren. Von all den Turbulenzen, den Krisengebieten und den Krisensituationen, wo kann Karim El-Ghouhari abschalten? Also ich fahre sehr gerne in die Wüste. Ja, das ist also sozusagen der Ort, wo man dann mit seinem Auto, mit seinem Jeep hinfahren kann, wo man niemand erreicht einen mehr. Man weiß nicht, was in der Welt passiert und man liegt da unter seinem 5-Millionen-Sterne-Hotel nachts und spannt ab. Das ist für mich so die Erholung pur. Bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, denn jetzt warten noch viele Lesefreunde in ganz Österreich auf Karim El-Ghouhari, dem Autor, der viel lieber mit dem Publikum diskutiert, als ihnen etwas vorzulesen. Das können Sie selbst in Frauenpower auf Arabisch. Ja, das wäre ja vielleicht sogar ein Geschenktipp für Weihnachten. Geschenke gibt es aber bestimmt auch am Brucker Adventmarkt zu entdecken, denn zahlreiche Kunsthandwerksaussteller präsentieren vom 28. November bis zum 23. Dezember ihre Künste. Das tägliche Adventprogramm wird von Brucker und Obereicher Schulen sowie Vereinen mitgestaltet und eine Mini-Version der Breitenauer Bahn lässt nicht nur Kinderaugen glänzen. Der Brucker Adventmarkt lädt täglich von 15 bis 21 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Bummel ein. In unserem nächsten Beitrag dürfen wir Ihnen einen weiteren Gewinner des Kapfenberger Wirtschaftspreises vorstellen. In der Kategorie Gründer konnte das Unternehmen von Markus Grassauer den Sieg für sich verbuchen. Die Bötschachgasse 3 ist seit September 2012 die Firmenadresse von Grassauer Kfz-Technik. In nur 4 Monaten Bauzeit entstand in einer Beton-Holz-Stahl-Konstruktion eine moderne Werkstätte. Der Schritt in die Selbstständigkeit war getan. Naja, nachdem ich 1998 meine Meisterprüfung abgelegt war, war natürlich immer der Gedanke da, diesen Weg zu gehen. Hat jetzt das eine oder andere Jahr gedauert und dadurch bin ich gefestigt worden und jetzt haben wir uns dazu entschlossen. Ich war in einigen Betrieben tätig, habe dort natürlich sehr viel gesehen, habe für mich das Beste rausgeholt. Ich habe gesehen, wie man es machen kann, wie man es vielleicht auch nicht machen sollte. Und diese Erfahrung versuche ich jetzt natürlich in meinen Betrieb einfließen zu lassen, dass dann im Endeffekt wieder für alle Seiten passt. Markus Grassauer hat sich für eine Kfz-Werkstätte für alle Fahrzeugmarken entschieden. Naja, in der freien Werkstatt hat man natürlich den Vorteil, dass man vom ganzen Kuchen von Markt schöpfen kann. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Problem, dass man auch zu den nötigen technischen Infos kommen muss. Mittlerweile haben wir aber einen sehr starken Partner gefunden. Das ist eben mein Konzept, dieses Auto-Auto, wo man die ganzen technischen Infos und die ganzen Updates für die Testgeräte bekommt und so eben den Kunden diesbezüglich Alternative bieten kann und preislich schauen kann, ob das passt. Mit starken Partnern ist ein gutes Vorankommen gesichert. In nur 12 Monaten ist die Werkstätte vom Ein-Personen-Unternehmen zu einem Betrieb mit derzeit 4 Beschäftigten angewachsen. Persönliche Beratung steht beim gesamten Team ganz oben. Auf individuelle Wünsche wird eingegangen. Sämtliche Reparatur- und Servicearbeiten rund um das Auto werden in meisterhafter Qualität erledigt. Ein Neustart, der sich gelohnt hat. Wenn man diesen Schritt macht, ist es, glaube ich, das Letzte, dass man sich beschweren darf, dass man zu viel Arbeit hat, sondern muss man Danke sagen und ist total meine Idee aufgegangen und bin sehr zufrieden. Und nun wird's wieder historisch. Im Brucker Stadtmuseum haben wir diesmal ganz besondere Aufnahmen gefunden. Ein Imagefilm der Stadt Bruck mit Bildern aus dem Zeitraum 1955 bis 1960, der die Schönheit der Kornmesserstadt in den Mittelpunkt stellt. Ich freue mich, dass du zum Besuch nach Bruck an der Mur gekommen bist. Darf ich dir einen Rundgang durch unsere Stadt vorschlagen? Aber gerne und vielen Dank für deine freundliche Einladung.
Der Stadtpark ist wirklich eine Augenweide. Wenn ich daran denke, wie er noch vor kaum 20 Jahren ausgesehen hat. Weißt du, dass die Gemeinde für alle Grünanlagen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich jährlich 300.000 Schilling ausgegeben hat? Nein, aber ohne Übertreibung können die Brucker sagen, unsere 30 Wohnungen in der Siedlung Westend und am Genossenschaftsweg wird demnächst begonnen. So viel ich weiß, wurden in der Stadtbruck an der Mur in den letzten 15 Jahren 1.642 Wohnungen neu geschaffen, um die Zahl der neuen Wohnungen auf den Stand der Eheschließungen zu bringen. Es war eine blendende Idee, an der Westeinfahrt der Stadt diesen Grünstreifen anzulegen. Findest du nicht auch, dass das rechte Murufer durch die gefällige Grünanlage und die blühenden Rosenhecken sehr gewonnen hat, gerade hier an der Grazer Brücke? Ja, sie gefällt mir sehr gut. Hast du im Vorübergehen den Tennisplatz gesehen? Im Winter wird daraus einer der schönsten Eislaufplätze, die wir in der Steiermark kennen. Dieser Platz auf der Postwiese gehört der Stadtgemeinde und er wird schon seit über einem Jahrzehnt vom Artus Bruck im Interesse der sporttreibenden Jugend bestens verwaltet. Bei so einem Maskenlaufen zur Faschingszeit herrscht ein fröhliches Treiben bei netter Musik. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Wir sehen uns noch die Sprengel-Volksschule in Bischkan und auch die darin untergebrachte einjährige städtische Haushaltungsschule. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass hier diese Volksschule auch eine Haushaltungsschule beherbergt. Viele Brucker Mütter und Väter wissen dies nicht und vor allem die Eltern der Schulentlassenen haben, obwohl in den Pflichtschulen den austretenden Schülerinnen ein Prospekt der Haushaltungsschule überreicht wird, ihre schulentlassenen Töchter, die keinen Lehrplatz haben, zu diesem einjährigen Lehrgang bis auf wenige Ausnahmen nicht angemeldet. Da wird alles für eine kommende tüchtige Hausgehilfin oder Hausfrau gelernt. Hauswirtschaftslehre, Schnitte zeichnen, zuschneiden und nähen. Hier in dieser Filmreportage besichtigt gerade der Bürgermeister August Hahn mit Bezirksschulinspektor Josef Hartl und Volksschuldirektor Michael Gleischer, der uns leider allzu früh für immer verlassen hatte, eine gelungene Ausstellung. Nicht nur schöne Schulen, sondern auch vertraute, stille Gassen sind in Bruck zu finden. Die Gemeinde selbst veranstaltet Feste und Feiern. Die größte Feier im Jahr ist immer der Weltfeiertag der Arbeit, der 1. Mai. Nach einem im Jahre 1950 gefassten einstimmigen Beschluss aller im Gemeinderat vertretenen politischen Parteien ist der 1. Mai unser Staatsfeiertag in Bruck an der Mur das erste Mal zu einer überparteilichen, gemeindeeigenen Großveranstaltung erklärt worden. Der Gemeinderat ging von dem Grundsatz aus, die kleinste Zelle des Staates, die Gemeinde, hat dafür Sorge zu tragen, den von unseren Großvätern erkämpften 1. Mai, unseren Staatsfeiertag, in einer neuen Form festlich zu begehen. Nach der Festansprache des Bürgermeisters vom Balkon des Rathauses erfolgt der Start der 1000 Brieftauben. In unserem Erfolgsmagazin Trainee of the Day lernen wir heute den 19-jährigen Markus Fuchs kennen. Er macht die Lehre zum Maschinenbautechniker bei Böhler Edelstahl. Die Berufswahl liegt in der Familie. Sein Vater und auch sein Bruder sind ebenfalls bei Böhler. Kommendes Jahr macht Markus seine Lehrabschlussprüfung. Und was er sich sonst noch so vorgenommen hat, sehen Sie selbst. Laufen ist Freiheit.
Abschalten, Kraft sammeln, zu sich selbst finden. Der perfekte Ausgleich. Und den braucht unser Trainee of the Day, denn seine Arbeit erfordert höchste Konzentration. Markus Fuchs macht die Lehre zum Maschinenbautechniker bei Böhler Edelstahl. Instandhaltung und Wartungsarbeiten gehören ebenso zum Berufsbild wie Neuanfertigungen und Montage. Ein vielseitiger Beruf. Zurzeit ist er im Technikcenter tätig. Hallo Markus! Hallo! Freut mich. Was machst du da gerade? Ich arbeite jetzt an einer Blockzange. Die ist für Hebe- und Transportarbeiten. Die Zange hat ein Eigengewicht von einer Tonne und kann bis zu 6 Tonnen heben. Wahnsinn! Und ja, das zeige ich jetzt, was ich da mache. Ich werde jetzt da quer eine Raupen abspassen. Das ist, dass die Zange einen besseren Grip beim Heben hat und ja, dass wir das Material nicht verlieren. Dann fangen wir mal an, oder? Ja. Schweißen, schleifen, montieren, zerlegen. Markus ist ein wahrer Allrounder. Das Talent dafür liegt in der Familie. Sein Vater und inzwischen auch sein kleiner Bruder machen bei Böhler Karriere. Aber wieso ausgerechnet Maschinenbautechniker? Ja, also Maschinenbautechniker aus dem Grund, du wirst halt jeden Tag mit neuen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, konfrontiert. Das ist nie das Gleiche. Also, ja, die Abwechslung. Herausforderungen, die zum Teil nur im Team bewältigt werden können. So sind auch an der Herstellung unserer Zange mehrere Mitarbeiter beteiligt. So, Markus, sind wir da jetzt schon fertig oder noch nicht? Nein, wir sind da jetzt noch nicht fertig. Also auf den Raupen wird jetzt dann eine verschleißfeste Oberfläche drauf geschweißt, dass das alles ja, länger hält. Ja. Und dann? Und ja, dann sind wir mit den Einzelteilen fertig. Dann wird das zusammengebaut, lackiert und dann zeige ich jetzt die fertige Zange. Und so schaut jetzt die fertige Zange aus, oder wie? Ja, da haben wir jetzt eine fertig zusammengestellte Zange. Der ist jetzt aus Wartungsgründen herum bei uns. Wir warten den und setzen den wieder in Stand. Das ist jetzt ein größeres Exemplar. Der hält bis zu 35 Tonnen. Und ja, Eigengewicht hat der ca. 2 bis 3 Tonnen. Als Maschinenbautechniker durchläuft man bei Böhler mehrere verschiedene Betriebe. So können die Lehrlinge selbst herausfinden, wo sie sich am leichtesten tun und was ihnen Spaß macht. Das geht von Stahlwerk bis da, wo ich jetzt bin, Technikcenter. Vorher war ich Mehrlinienwalzwerk. Die Grundkenntnisse, die Sie dafür brauchen, erlernen Sie in den ersten 2 Jahren in der Lehrwerkstatt. Hier besuchen Sie Kurse von Fräsen über Schleifen bis hin zu CNC, Pneumatik und Hydraulikkursen. Parallel dazu gehört natürlich auch die Berufsschule. Markus ist bereits im 4. Lehrjahr und wird wahrscheinlich im Technikcenter bleiben. Hier fühlt er sich am wohlsten und das merken auch seine Vorgesetzten. Erfolgserlebnisse gibt es für Markus ja genügend. Wenn man jetzt wirklich länger an was arbeitet und wenn man da viel Arbeit einsteckt und Zeit und wenn man dann merkt, es wird fertig und alles, da ist man dann schon stolz drauf auf seine Arbeit. Im Februar steht bei Markus die Lehrabschlussprüfung an und danach bleibt auch ihm das Bundesheer nicht erspart. Aber darauf bereitet er sich zumindest körperlich schon jetzt vor. Regelmäßiges Laufen in der Freizeit hält unseren Obersteirer nicht nur fit, sondern hilft auch beim Abschalten. Was genau er in 5 Jahren machen wird, weiß er heute noch nicht. Ein paar Dinge hat er sich aber schon vorgenommen. Urlaub möchte er auf jeden Fall nächstes Jahr. Was schwierig wird mit dem Bundesheer zusammen, aber jetzt muss ich mir noch ausreihen. Wenn es denn geht, wohin? Ja. Boah, ja, auf jeden Fall, wo was Warmes. Also so, ja, Ballermann war da mal nicht schlecht, so Partyurlaub oder so. Ich würde gerne mal so in die Art Fallschirm springen oder Bungee-Jumpen. Sowas würde ich gerne mal. Was wünschst du dir für die Zukunft? Also als nächstes ist einmal die LAP dran. Die möchte ich einmal positiv schaffen. Dann ja, gesund bleiben, fit halten, sind eigentlich die größeren Sachen. Wir wünschen unserem Trainee of the Day alles Gute für die Zukunft. Fisch steht heute am Küchenplan von Mike Johann. Ein Mariazeller Wildsaibling mit Erdfruchtkompott wird in der Haubenküche zubereitet. Und Omas Variante heißt heute Fischwürstel mit Erdäpfelgulasch. Na dann, guten Appetit!
Ja, hallo liebe Fans von Johann Kocht. Wir sind heute in der Region rund um Mariazell in Fallenstein. Neben mir der Quester, ja, die bekannten Fische. Eine tolle Geschichte, die ja in der ganzen österreichischen Haubengastronomie verkocht wird. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Wir sind in Fallenstein. Wir sind 4 Kilometer Richtung Seeberg weg von Mariazell. Grund, den Standort hier zu etablieren, waren 3 Punkte: Wasser, Wasser, Wasser. Also Wasser ist für die Fische das Um und Auf, das Lebenselixier. Sauerstoffreich, kalt, wachsen langsam, haben ein festes Fleisch. Da in den Anlagen neben uns, da ist ja der Mariazeller Wildsaibling. Was macht die Marke Mariazeller Wildsaibling aus? Wir haben hier Forellen und Saiblingsarten, verschiedene. Eine Bachforelle, eine Regenbogenforelle, eine Lachsforelle. Aber vor allem, und der Fisch wächst bei uns besonders gut und ist auch in der Top-Gastronomie oder überhaupt in der Gastronomie sehr begehrt, ist der Saibling. Ein Bachsaibling und ein Seesaibling. Wir haben ja in der Oma-Variante noch ganz was anderes, nämlich die Fischwürstel. Wie seid ihr auf das gekommen? Wie Kinder einen sehr feinen Gaumen haben und doch gern Würstel essen, haben sie gesagt, Papi, wir kriegen immer wieder Fisch, was ist, wenn wir Würstel draus machen? Meine Frau, die eine gute Köchin ist, hat sofort rezeptiert und hat sofort probiert und herausgekommen ist mit ein bisschen Schlagobers, ein bisschen Senf und ein paar Kräutern und Gewürzen unsere Mariazeller, die Fischwürstel. Ja, ein absolutes Top-Produkt und wir schauen noch, was da weiter zum Rausfischen ist. Ja, hallo liebe Fans von Johann Kocht. Wir sind wieder retour jetzt im Genusshaus bei mir im Bruck an der Mur im Johanns. Zurück aus Fallenstein, aus der Fischzuchtanlage vom Alexander Quester. Was haben wir mitgenommen? Ihr habt es gesehen, den klassischen Mariazeller Wildsaibling, den wir noch rausgefangen haben. Da gibt es heute in der Haubenvariante eine ganz extravagante Geschichte. Und zwar, wir werden den Fisch nur ganz knusprig braten, nur auf der Hautseite. Dazu wird es geben ein Erdfruchtkompott mit Pastinaken und frischer Kerbelknolle. Ein bisschen Stampferdäpfeln dazu und als feinen Kick wird es geben, einen Löffel Kalbskuteln. Das ist jetzt kein Muss, aber das ist ein bisschen ein Kick und eine moderne Geschichte jetzt in der Haubenvariante. Was machen wir in der Oma-Variante? In der Oma-Variante eine Anlehnung, wie immer aus unserem alten steirischen Kochbuch. Fischwürstel, die sind auch schon da drin gestanden in den 70er Jahren. Und der Alexander hat die produziert und das ist ein Renner bei ihm. Da gibt es jetzt die Mariazeller Wildwürstel, aber mehr dazu während dem Kochen. Und wir können schon wieder starten. Ja, dann starten wir diesmal in der Oma-Küche. Und wir machen zu den Quester Fischwürsteln dazu, die ja der absolute Renner beim Alexander jetzt sind, machen wir ganz klassisch einmal eine Anlehnung, wieder mal ein Erdäpfelgulasch, schönes Erdäpfelgulasch, Zwiebel in den Topf, Zwiebel ansortieren, die Kartoffel dazu, schön das Fett ansortieren, dann haben wir Paprika gewürfelt, die Oma hat es natürlich nicht so klar geschnitten, aber wir machen es ein bisschen auf die kleinere Variante, dass es ein bisschen edler ausschaut. Und lassen wir das Ganze ansortieren. Paprika dazu, die ganzen Aromaten wie Majoran, Thymian. Die Oma hat es natürlich noch ein bisschen gestopft, das wissen wir auch. Ja. Wir gießen es einfach auf mit ein bisschen Rindsuppe. Ja. Und lassen das Ganze einfach runterkochen, einkochen. Würzen es dann natürlich am Schluss. Was ist zu den Fischwürsteln zum Sagen? Es gibt da 2 Varianten. Ja. Wir haben sonst immer den Darm gefüllt mit der Lachsforelle und deswegen. Der hat natürlich seine ganzen Saiblingen drinnen. Und ihr seht 2 Varianten, die klassischen Mariazeller, das ist die eine Variante. Und die zweite Variante, ein bisschen mit Chili, eine schärfere Geschichte. Und dann habe ich mir noch einfallen lassen, einen Senf, den wir selber karieren. Ein bisschen mit Senfpulver, ein bisschen Zucker dazu, dass wir leicht einen süßlichen Senf zu der Geschichte durch haben, mit einem frischen Dill. Ja, und dann werden wir euch gleich sagen, wie man den Mariazeller Wildsaibling auch richtig filetiert. Ein wunderschönes Exemplar. Ich war mit dem Alexander darüber gedacht, wie alt das der Fisch ist. Zwar war ganz verwundert. 3 Jahre ist der Fisch. Man sieht diese tolle Struktur drinnen. Also wirklich ein tolles Produkt, was wir da aus dem Mariazeller Land haben. So, jetzt wollte ich einmal kurz euch zeigen, das Filetieren. Ja, man schneidet einfach da hinter den Kiemen kurz ein, bis aufs Rückgrat. Dreht einmal das Messer ganz kurz, da gibt es die eigene Variante eines Filetiermessers. So, wir ziehen das einfach am Rückgrat entlang,
So. Ja. Ihr seht das? Ich habe das jetzt extra so gemacht, dass man die untere Seite sieht beim Abheben, damit wir das besser filmen können. Wir schneiden jetzt dann vorne hier noch den Kopf ab. Ja. Den kann man dann verwenden noch für Fischsuppe so in die Richtung. Ja. Das noch weg. Und dann haben wir unser Filet da liegen und das putzen wir dann schön zu. Ihr seht auch keine Fettstruktur. Das ist einfach dieses kalte Wasser da aus der Fallensteiner Gegend, so wie es uns der Alexander erklärt hat. So, dann putzen wir das wie immer ganz schön zu, dann die Flossen weg. Seht ihr, haben wir ein bisschen Fettauflage. Brauchen wir aber auch dabei. Und hier am Bauchlappen entlang. Auch das hat er gesagt, das ist auch eine Variante, wie man den Fisch auch ja fertig bekommen kann. Er ist ja auch in vielen Lebensmittelketten und in großen, tollen Betrieben erwerbbar. Ihr könnt ihn ja auch wirklich auch in Mariazell selbst kaufen. So. Am Bauchlappen bis zur Bauchlappendecke wegschneiden. Wir schneiden das heute ganz großzügig. So. Setzt das. Hier haben wir jetzt drinnen die Hauptgräten. Diese Gräten, wenn man da jetzt mit dem Messer drüber fährt, der Spitze oder mit dem Rücken, dann sieht man sofort, wie sie diese Gräten da ganz fein aufstellen. Und diese Gräten, die zupfen wir mit einer Fischpinzette. Sie ist das Aufwendige dabei. Jetzt hier, da ziehen wir diese langen Gräten aus dem Filet, dass man wirklich dann nichts dabei hat am Teller. Und dann können wir uns da zwei schöne Stücke runterschneiden, die wir dann in unserem Haubengericht verwenden mit dem Erdfruchtkompott. Ja, wir setzen jetzt da zu unseren Fischwürsteln den Senf an. Und zwar verwenden wir da Zucker, also mal Kristallzucker, ihr könnt auch Staubzucker verwenden, den lassen wir ganz leicht karamellisieren. Dann Honig dazu. So. Zu dem Honig geben wir dazu das bisschen, das ist jetzt keine Werbung, das ist Senfpulver. Gell? Das kommt da jetzt dazu. Zu dem Senfpulver, wenn das leicht zergangen ist, der Zucker mit dem Honig, geben wir dann noch ein bisschen Suppe dazu. Ja. Und noch Senfsaat. Senfsaat kommt da auch noch dazu. So. Das verrühren wir schön. Und dann kommt dort viel Öl dazu. Ja, kommt einfach jetzt eine Ölmenge dazu, dann wird das ganz glasig, wie man diese Dillsenfsoßen kennt. Ja. Öl dazu. Wir machen den Senf oder diese Senfcreme leicht lauwarm. Das ist also kein kalter Senf, sondern eine lauwarme Sache. Das schaut dann so aus. Ja. Und da kommt dann noch etwas frisch gehackter Dill dazu. Den haben wir schon da. Den schneiden wir uns einfach zusammen. Hier wieder ein kleiner Tipp aus der Profiküche, wenn Sie einen Dill zu Hause habt, den Dill einkauft und der Dill wirklich sehr ansehnlich ausschaut, immer in warmes Wasser einweichen. Warmes Wasser und der Dill geht auf, der explodiert so richtig schön. Ja? Das ist ein kleiner Tipp am Rande wieder aus der Johannsküche. Ja, den Dill zusammenschneiden, in die Senfcreme hineingeben und die perfekte Beigabe zu Gwesters Fischwürstel. Wir schauen, was mit dem Gulasch passiert. Es kocht schön ein. Ja? Wir müssen dann schauen, vielleicht tun wir es noch ein bisschen mit einem kleinen Mühltagelstab in die Richtung oder wir lassen es etwas dünner. Das schauen wir uns dann an, wenn es fertig ist. Die Erdäpfel sind noch ein bisschen hart. Was dann noch der Zukunft? Wenn schon Würstel, dann ein bisschen Fleisch dabei. Nämlich werden wir ein bisschen eine Depreziner dazu einschneiden. Als kleiner Gag in das Erdäpfelgulasch. So frische Depreziner, klein würfeln und geben wir jetzt noch vorher dazu zu dem Erdäpfelgulasch. Hat es zusammengeschnitten. Damit haben wir ein bisschen Fleisch dabei. Für die Vegetarier unter euch. Lassen wir es weg und nehmen wir nur die Fischwürstel. Ja, dann machen wir weiter in der Haubenküche und zwar mit unserem Erdfruchtkompott. Ich habe es vorher schon angesprochen. Erdfrüchte, Pastinaken, Topinambur, Kerbelknollen. Ja. Wir haben jetzt da Topinambur, frische und ein ganz neues Produkt, die Kerbelknolle. Der Kerbel, der oben auswächst, ist mal draufgekommen, dass man jetzt die Wurzel unten essen kann. Eine ganz tolle Geschichte. Wir machen ein leichtes Kompott draus. Geschält haben wir es schon. Schneiden das einfach in kleine Stifterl und dann die dann ganz leicht in Butter ansortieren und mit Weißwein abgießen. Parallel dazu, seht ihr schon am Herd, haben wir schon die Erdäpfel zugestellt für den Erdäpfelstampf, den ich vorher schon angesprochen habe. Der Erdäpfelstampf,
ist nur geschälte Erdäpfeln, die wir nur in einem Salzwasser kochen. Und dann werden wir das Wasser weggießen, geben wir ein bisschen Butter dazu und dann das nur ganz leicht durchstampfen. Ein paar frische Kräuteln und da haben wir eine wunderschöne Beilage und machen so ein kleines Nockerl dazu zu unserem Mariazeller Wildsaibling. So, ihr seht es, Pfanne ist schon heiß. Den Schmäh mit ein bisschen Butter brauche ich euch nicht mehr erklären. Kommt dazu. Die Erdfrüchte tun wir ganz leicht in der Pfanne ansortieren. So. Setze die Butter zergeht. Warum Kompott? Das soll ganz ein leichter, flüssiger, ganz ein kleiner flüssiger Sud sein, den wir in einen Suppenteller anrichten. Drapiert mit den Kalbsguten und obendrauf der knusprige Fisch an der Hautseite nur ganz kurz gebraten. So, setzt das, ablöschen, Schuss Mustardella dazu, setzt und dann lassen wir das schön hinunterköcheln. Ja, und wenn unser Erdfruchtkompott fertig eingekocht ist, dann werden wir den Fisch noch kurz braten und zuerst schauen wir aber noch in die Oma-Küche, weil dort werden wir die Würstel zuerst braten. Wie gesagt, einmal das klassische Mariazeller mit den Saiblingswürsteln drinnen, die zweite Variante mit dem Chili. So. Seht's das? Das werden wir drinnen leicht anbraten und schön dahin ziehen lassen. Ja, das Erdäpfelgulasch ist natürlich schon da. Und ihr seht auch, die Konsistenz sehr, sehr gut. Wir brauchen da gar nichts mehr machen, wir brauchen das nicht stauben, gar nichts. Aufgrund der Erdäpfel und der Stärke der Erdäpfel hat sich das wunderbar eingekocht. Jetzt einmal, unsere Würstel braten da schön dahin. Der Senf, auch fertig. Jetzt brauchen wir eigentlich nur mal das Erdäpfelgulasch würzen. Ihr wisst die klassischen Geschichten dazu. Majoran, Thymian. Und als Abschluss wird es noch ein bisschen geräucherten Paprika geben, den wir noch dazu hineingeben. Vorsicht ist geboten bei den Würsteln. Ihr seht, es wird schon heiß. Nicht, dass sie aufbrechen. Das wird wahrscheinlich passieren, wenn man sie zu schnell brät. Das haben wir gestern diskutiert mit dem Alexander. Schön zurückdrehen, nicht zu scharf anbraten. Ein bisschen mit der Temperatur nach hinten gehen. Dann braten die schön an. Ihr seht das, wunderschöne orange Farbe. Schöne Geschichte. So, das Erdäpfelgulasch. Weiter. Pfeffert haben wir es noch nicht. Kommt jetzt dazu. Salz aus der Oma-Geschichte. So. Kocht immer weiter ein. Seht ihr das? Und jetzt nehmen wir einfach die Temperatur bei dem Gulasch weg. So wie es die Omas immer gemacht haben. Jetzt als Abschluss natürlich wieder unser Rahm. Unser Sauerrahm. Einmal dazugeben. Nicht mehr kochen lassen. Schön verrühren. Und wir haben ein schönes, cremiges Erdäpfelgulasch mit Debreziner drinnen. Und dazu die Mariazeller Wildwürstel. Schau, die gingen auch schon gut. Perfekt. Können wir schon Fischbraten geben. Gehen wir in die Haubenküche. So, das Erdfruchtkompott ist jetzt fertig. Das stellen wir beiseite. So, da vorne werden wir jetzt unser Fischerl braten. Und da, bis die Pfanne heiß ist, werden wir unsere Erdäpfel, unsere Stampferdäpfel machen. Wasser haben wir weggeseit. Bisschen Butter dazu, gekochten Petersil, werden wir auch noch dazugeben. Und fahren da ganz wild eigentlich nur mit dem Schneebesen hinein, stampfen das zusammen, dass wir dann wirklich nur ein schönes Nockerl kriegen, das man dann zum Fisch oder zum Kompott oben drauf setzt. Einfach durchgestampft, ein bisschen Pfeffer und gesalzen. So, Pfeffermühle steht noch bei der Oma. Die holen wir uns noch schnell. So. Und dann können wir das auch beiseite stellen. So. Wunderbar. Pfanne ist heiß und wir können unseren Fisch schon einlegen. Öl hinein. Und wie immer, ihr wisst es schon, nur auf der Hautseite. Unser Filet. Ganz schön kurz eingelegt. Unterfrische. Wie hoch das Filet ist, das ist wirklich ein schönes, hohes Filet. Das braten wir jetzt nur auf der Hautseite ganz kurz an und schieben es dann leicht in den Salamander und dann sind wir eigentlich schon fast beim Anrichten. Ja, wir starten mal mit dem Anrichten in der Oma-Küche. Da haben wir unseren Senf, schön cremig. Zucker haben wir leicht karamellisiert, Senfpulver,
Senfgrain haben wir drinnen. Ja, den frischen Dill haben wir drinnen. Also eine ganz eine tolle Sache da zu den Würsteln dazu. So, dann haben wir das einmal angerichtet. Das reichen wir natürlich extra dazu, zu unseren Würsteln. Dann das Erdäpfelgulasch, wenn wir es da drinnen haben. Nur mit dem Sauerrahm ganz leicht eingedickt. Haben sonst nichts mehr dazugegeben, haben es nicht mehr aufgekocht. Und unsere Würsteln, ja, einmal mit Chili, einmal der klassische Mariazeller, den werden wir jetzt ein bisschen durchschneiden. So. Und her. So. Haben wir die herübere Variante und einmal die Variante mit dem Chili. Die kosten wir gleich. Ich glaube, dass die ganz gut ausschauen. Ja, die sind perfekt. Toll. So. So. Bitteschön. Die Oma-Variante ist jetzt angerichtet. Jetzt starten wir mit der Hauben-Variante. So, unser Erdwurzelkompott. Ein bisschen Dill dazu. Salzen noch. Ein bisschen Pfeffer. Das können wir durchziehen lassen. Unsere Stampferdäpfel, die wir schon abgestampft haben. Da geben wir ein bisschen roten Wurmsaft dazu. Das kriegt dem Ganzen einen schönen Kick und macht eine schöne Farbe. Dann wird es schön rosarot. So, das stampfen wir durch. So. So, zart rosa Erdäpfelstampf. Und wir richten an. So, unser Wurzelkompott. Das setzen wir schön in die Mitte. So. Auf. Dann mit zwei Löffeln ein kleines Nockerl drehen. So. Wie wenn wir daheim Grießnockerl machen. Setzen wir so drauf. Wieder zu. Ein zweites noch. Ja, dann haben diese Erdäpfel diesen schönen Geschmack von dem, mit dem leichten rohen Touch drin. Dann kommt unser Fisch. Schaut euch das an, schaut nett aus. Ja, jetzt kommt's. Viele werden sagen, was tut er jetzt, um Gottes Willen. Aber jetzt kommen unsere Kutteln dazu. Ganz leicht nur angesetzt. Nur angeteilt, dass sie ein bisschen vom Geschmack dazugeben. So. Obendrauf haben wir noch ein paar Topinambur-Chips. Das passt dazu. Aber gesetzt. So. Ja. Und? Auch die Haubenvariante ist angerichtet. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Wenn wir schon dabei sind mit den Fischwürsteln, wie der Alexander gesagt hat, seine Kinder haben sie das gemischt, dann gehen wir da auch ein schön selber gemachtes Erdäpfelchips drauf. Auf unseren Wildsaibling noch ein bisschen grünes Öl, dass das einen schönen Farbtupf kriegt. So, und dann sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Wir haben heute gemacht den Mariazeller Wildsaibling mit dem Erdfruchtkompott, ganz leichte Stampferdäpfel mit roten Rüben und in Questers Fischwürstel, einmal scharf mit Chili, einmal klassisch, dazu unser hausgemachter Senf. Mir bleibt wieder nichts anderes zu sagen, außer glaubt an das Gute im Topf, euer Mike Johann und einen guten Appetit. Ja, liebe Zuseher, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass Sie auch kommenden Donnerstag wieder einschalten. Dann begrüßt Sie meine Kollegin Ina Sabitzer. Bis dahin, eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.